Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Landwirtschaftssimulator 2013. Ja, bedauerlicherweise hatte ich übers Wochenende keine Zeit gehabt, um eine neue Aufnahme zu machen. Deswegen heute an einem Montag habe ich mich dran gesetzt, habe direkt noch eine Aufnahme jetzt gemacht, gerendert, fertiggestellt und hochgeladen. Deswegen auch erst, ja, ich sag mal so spät am Tage. Normalerweise ist ja so mein Ziel, immer bis 12 Uhr am Tag eine Ausgabe online zu bringen. Bedauerlicherweise hat es jetzt anders nicht funktioniert. Das Wochenende war sehr, sehr vollgeladen mit Terminen und anderem Zeug, wo ich einfach nicht in der Lage war, eine Aufnahme zu machen. Und selbst wenn ich Zeit gefunden hätte, eine Aufnahme zu machen, hätte es nicht gereicht, sie fertig zu rendern und sie dann hochzuladen. Ja, bedauerlicherweise war das halt nun mal so. Wo ist meine, hier ist meine Sämaschine. Aber jetzt geht's wieder einigermaßen los. Und wir packen auch jetzt direkt mal hier die Sämaschine aus. Ja, bald ist es ja soweit, oder was heißt bald? Dauert ja noch ein bisschen, bis im Endeffekt LS15 dann endlich rausgekommen ist. Oh, jetzt fahre ich hier gerade ein bisschen der Pampa rum. Aber irgendwie habe ich es heute nicht so. Ja. Mann, was mache ich denn? Wie blöd kann man eigentlich sein? Ich hoffe, ihr hattet ein angenehmes Wochenende. Bei mir ging's, muss man so sagen. So, der ist in Position. Was hat noch der? Oh, der ist schon wieder voll. Ach, mach jetzt. Ja, wir befinden uns hier gerade zu einer Uhrzeit, die sehr unmenschlich ist. 3.43 Uhr und der Mähdrescher steht jetzt. Das ist natürlich sowas, was wir immer verhindern wollen, dass der Mähdrescher stehen bleibt. Und was habe ich wieder vergessen? Natürlich der Timer. Mensch, ist so schön. Ich denke mal, wir haben jetzt schon so um die... Ja, komm mal. So, genau. Ja. Also, viel los gewesen am Wochenende. Viel unterwegs gewesen. Und... jetzt heute eine... sehr kurzfristige Aufnahme. Normalerweise mache ich so Aufnahmen immer ein bisschen im Voraus, dass ich da auch ja keinen Verzug reinbekomme. Aber was will man tun, wenn die Aufnahmen dann aufgebraucht sind und dann steht man auf einmal montags da, will eine neue Aufnahme rausbringen. Ja, ist ja schon gut, bin ja schon weg. Will eine neue Aufnahme rausbringen und dann merkt man, oh, irgendwas ist da hinten. Ach, da ist ein Haus. Oh, verdammt, ich habe nichts mehr. Das kommt leider Gottes auch mal vor. Oh, was ist denn jetzt? Fahr halt. Sei doch nicht so zickig. Bist doch keine Frau. Entschuldigung. Ja, komm her. Also ich kann nur wieder ausdrücken, dass ich absolut gespannt bin, dann das erste Mal Landwirtschaftssimulator 2015 zu spielen. Ob eine Demo rauskommt, weiß ich gar nicht. Ich glaube aber eher nicht. Morgen kommt jetzt erstmal die FIFA 15 Demo raus und ein paar Wochen später kommt ja dann die Vollversion raus. Oh, ups. Blöd. Ah, voll. Sehr schön. Kommt ja dann die Vollversion raus, da bin ich dann auch sehr gespannt. Die Neuerung, der Torwart soll jetzt irgendwie intelligenter sein und so weiter und so fort. Also bin ich dann auch echt mal überrascht. Ach, überrascht. Gespannt. Gespannt bin ich, nicht überrascht. Ich bin gespannt, wie das dann
alles vonstatten geht. Und wie gesagt, da muss ich mal gucken. Morgen werde ich bedauerlicherweise kein Let's Play machen können mit der FIFA 15 Demo. Das wird dann wohl erst am Freitag was. Ach, am Freitag, am Mittwoch was werden. Da habe ich dann erst wieder Zeit. Also richtig Zeit, um es dann ausgiebig mal mir alles anzugucken. Installieren wir dies können. Und vielleicht auch mal kurz anspielen. Mal schauen. Also vielleicht kriege ich eine Aufzeichnung hin. Aber ob mir das dann alles zeitlich reicht zum Hochladen und Rendern und Schneiden und was ich alles, da muss ich echt mal schauen. Sehen wir dann. Auf jeden Fall hier heute jetzt erstmal Landwirtschaftssimulator 2013 wieder ein Let's Play. Wir sind hier wieder munter fröhlich am Ernten, und zwar Raps. Wir werden ja nur Raps erstmal anbauen, bis wir dann mal ein bisschen Kohle angehäuft haben. Raps bringt meist uns so viel, wie wir jetzt schon hier, also schon ein kompletter Hänger nach den paar Bahnen. Das ist natürlich schon extrem cool. Jetzt fahren wir hier mal parallel einfach mit, bis wir da unten sind. Dann schmeißen wir auch gleich hier den Trecker mit der Sämaschine an. Und dann geht es hoffentlich mit größeren Schritten jetzt voraus. Wir haben ja, dadurch, dass wir jetzt gedüngt haben, kriegen wir natürlich auch einen entsprechenden Ertrag raus. Na komm, fahr doch jetzt mal schneller. So, dann stellen wir mal hier ab. Und jetzt machen wir den Helfer an. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Das ist der normale Helfer, genau, und Feuer. So, und dann wird mit dem hier direkt wieder Raps gesät, damit wir da keine große Pause zwischendrin haben. Und dadurch, dass wir ja jetzt eine Sämaschine mit 6 Meter Arbeitsbreite, die wir uns jetzt erst gegönnt haben, jetzt eine 6 Meter Arbeitsbreite haben, geht natürlich das Säen nochmal eine Nummer schneller auf dem Feld. Das bedeutet, wir haben jetzt mit dieser Investition die Sämaschine, haben wir jetzt natürlich auch weiteren Fortschritt gebracht. Jetzt müssen wir dann mal schauen, wie wir als nächstes dann planen, ob wir, also einen neuen Traktor werden wir wahrscheinlich erstmal uns nicht anschaffen brauchen. Die Frage ist, was sollten wir uns anschaffen? Wahrscheinlich ist es praktischer, wenn wir vielleicht einen größeren Mähdrescher uns besorgen. In Kombination mit einem neuen Feld oder so, mal schauen. Ja, das steht da schon, verdammt, habe ich gepennt. Müssen wir mal schauen. Weil ein großer Mähdrescher lohnt sich im Prinzip dann erst, wenn wir mehr als nur dieses eine Feld haben, würde ich jetzt sagen, obwohl das Feld jetzt eigentlich auch nicht so klein ist. Müssen wir dann mal abwägen, wie, was, warum. Aktuell läuft es ja einfach, ja, was natürlich ein bisschen, ja, nervig nicht. Wir müssen halt ein bisschen was tun, aber das macht ja nichts. Wenn wir schon Mähdrescher fahren lassen und die Sämaschine fahren lassen, können wir natürlich auch die regelmäßig abfahren. Ja, ich fahre ja schon auf dem Weg, mal langsam. Und dann müssen wir einfach mal schauen. Das ist natürlich halt so, aufgrund der Sämaschine, sieht man natürlich jetzt hier, bleibt hier immer ein bisschen was offen, wo jetzt halt nichts gesät wird. Das macht aber, denke ich mal, jetzt nichts aus. So, wo ist er denn? Da ist er. Ja, ich komme. Muss Gas geben hier. So, und da haben wir jetzt schon wieder 60% im Hänger. Also es läuft richtig gut, es wird eine richtig gute Ernte. Kurz hier gucken. Wir haben noch nicht mal die Hälfte geerntet, wir haben schon fast, wenn es so weitergeht, haben wir
Ende der nächsten Bahn schon wieder einen komplett vollen Hänger. Das ist natürlich gut. Je mehr volle Hänger wir haben, desto mehr Kohle verdienen wir natürlich mit Raps. Später, wenn die Zeit es natürlich zulässt, wenn da nicht schon Landwirtschaftssimulator 2015 raus ist, werden wir auch andere Sachen anbauen. Ja? Da wollen wir natürlich auch schauen, dass wir mit der BGA zusammenarbeiten, also die BGA betreiben und nicht Kuhzucht, sondern also eben Kühe haben und Milch produzieren, Schafe und Wolle und so weiter. Müssen wir mal schauen. Und das ist natürlich das Ziel. Die Frage ist, schaffe ich das mit den Ausgaben, mit den Folgen, bis der 15er rauskommt? Das ist, muss man natürlich schauen. Hallo? Och, jetzt zieht doch nicht rum. Mein Gott. Da müssen wir dann einfach mal schauen, ob das zeitlich dann einfach hinhaut, ja? Und oh, warum hat denn der eben zugelegt? Ach, der ist der, okay. Hat irgendwie gerade ein bisschen gebremst. So. Ja, also wie gesagt, mal schauen, wie weit wir kommen. Ich kann natürlich jetzt auch anfangen hochzurechnen, wenn alle zwei Tage eine LS13-Folge rauskommt, wann, die wievielte Folge haben wir dann, wenn der LS15 rauskommt? Ja. Also das, bevor ich da jetzt anfange rumzurechnen, würde ich einfach sagen, wir ackern hier einfach weiter, bewirtschaften unser Feld, kaufen uns neue Felder, kaufen uns neue Maschinen, wie auch immer. Und dann sehen wir einfach weiter, was dann im Endeffekt dabei rumkommt, weil alles andere macht jetzt auch kein Quatsch. Dann kann's, es kann natürlich auch mal passieren, dass zwischendrin einfach mal keine Folge rauskommt, wie es beinahe heute passiert wäre. Und deswegen mache ich da jetzt auch gar keine große Hochrechnung, sondern mach hier einfach vorwärts. So, dann bringen wir jetzt noch den Hänger, der jetzt nicht ganz voll ist, bringen wir jetzt nochmal hier zum Lager. Und dann sind wir schon wieder am Ende einer Ausgabe von Let's Play Landwirtschaftssimulator 2013. Wir haben heute schon ein bisschen was gemacht. Wir haben jetzt den zweiten Hänger Raps in unser Lager gefahren. Wir werden unser Feld wieder komplett leer machen, werden es wieder säen, wieder abernten und so weiter und so fort. Also es wird ein Kreislauf, bis dann die nächste Investition getätigt werden kann. Als allererstes geht es natürlich jetzt darum, dass ich erstmal meine Schulden abbaue, die Kredite, die ich aufgenommen habe, und dann sehen wir einfach mal weiter. Ich habe beinahe mal einen Mähdrescher hin reingedonnert. In diesem Sinne würde ich jetzt einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, kommentiert, und wenn ihr es natürlich ultra deluxe gefunden habt, dann abonniert einfach meinen kleinen, netten Kanal. Und dann würde ich aber sagen, bis zum nächsten Mal bei Landwirtschaftssimulator 2000. Moment, ist natürlich jetzt blöd, also hier mit dem Fahren. Gucken wir uns einfach den Mähdrescher an, wie er jetzt hier einfach warten muss. Und ich würde dann einfach sagen, ciao und bis zum nächsten Mal bei Landwirtschaftssimulator 2013. Ciao. So, vielen Dank fürs Zuschauen wieder bei einem neuen Let's Play. Ja, noch einmal Entschuldigung, dass ja die Folge heute so spät gekommen ist. Nobody's perfect. Trotzdem bedanke ich mich, wenn ihr eingeschaltet habt. Ich bedanke mich, wenn ihr kommentiert, abonniert, Daumen hoch gibt. Das gibt mehr Motivation. Und ja, dann sage ich einfach ciao und bis zum nächsten Mal. Danke, danke, danke. Ciao.